Das Foto ging bereits um die Welt, aber nun ist ein Amateurvideo aufgetaucht, das zeigt, wie ein über 10 Meter langer Glattwal vor der südafrikanischen Küste eine etwa gleich große Yacht angreift. Auf den etwas verwackelten Bildern sieht man, wie sich der Wal dem Segelboot langsam nähert, kurze Zeit nicht zu sehen ist, doch dann plötzlich direkt neben der Yacht auftaucht und mit voller Wucht auf das Boot springt. Ei! Von Weitem sieht es so aus, als wäre die Yacht nach dieser heftigen Kollision vollkommen zerstört. Aber wie später zu erfahren ist, zerschmetterte das etwa 40 Tonnen schwere Säugetier nur den Mast des Bootes. Der Rest, so der Besitzer nachher, sei glücklicherweise aus Stahl und daher nur leicht beschädigt. Und auch die beiden Segler an Bord kamen mit einem Schrecken davon. Leicht unter Schock standen offenbar auch die Touristen, die den Walangriff gefilmt hatten. Denn die lachten sich über den Vorfall zwar kaputt, machten sich aber auch so schnell wie möglich aus dem Staub. Hey, ist das, ne?